Leute, heute wieder schönes Unboxing und heute Chrome Overload. Wir reißen hier diese drei wunderschönen Ponybags auf und zerstören natürlich dementsprechend Werte, also alle Investoren einfach mal weggucken. Ich bin selber einer, aber ich bin auch Sammler und ich möchte diese Figuren eben in meine Sammlung aufnehmen und ich möchte halt gerade bei diesen Chrome-Figuren keine Kompromisse eingehen. Hier kommen halt schnell Kratzer drauf im Spielbetrieb und ich möchte als erwachsener Sammler diese Figuren in perfektem Zustand. Deswegen habe ich sie mir hier einmal in neu besorgt. Wir reißen die jetzt auf, ich nehme dich mit, erzähle dir ein paar Sachen zu den Figuren, wo kommen die her, wo waren die enthalten und so weiter. Und am Schluss gibt es noch einen schönen Minifigure-Porn, da lasse ich die Leute hier nochmal schön auf einer Drehscheibe rotieren, mache ein bisschen Musik drunter, da hast du dann Spaß, mach dir einen Kaffee, setz dich hin, genieß den Spaß, let's go! Ja, beginnen wir doch direkt mit der teuersten Variante, jetzt hier zumindest auf dem Zweitmarkt. Das ist der Chrome Vader. Interessant hierbei finde ich im Übrigen, der hat hier so diese Armhochposition. Das ist ganz interessant. Ich habe noch mehrere Polybags von denen im Laden und da ist dieselbe Armposition. Das heißt, man kann ganz genau sehen, wie diese Figur an der Verchromungsmaschine quasi befestigt war, bevor eben das Chrom aufgebracht wurde. Und dadurch kommen dann halt auch diese blinden Flecken zustande, mit denen ich auch hier ganz stark rechne, wie eben auch bei Mr. Gold. Wenn ihr mein Mr. Gold Video gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Aber jetzt sehen wir das hier mal in der Ausgangsposition. Ja, dieses Set hat die Setnummer, wir schauen mal, muss ja hier mal draufstehen, 4547551. Ist im Jahre 2009 erschienen, aber du konntest es nicht einfach so im Handel erwerben, sondern es war damals im Jahre 2009, gab es hier, steht es drauf, 10 Jahre Lego Star Wars. Und wie wir in diesem Jahr 20 Jahre Lego Star Wars gefeiert haben, mit eben diesen besonderen Figuren, die in einigen Sets beigelegen haben auf dieser Base, du erinnerst dich sicherlich als Lego-Fan, hatten wir im Jahre 2009 eben, ja, so ein Polybag. Und dieses existiert laut Lego in einer Auflage von 10.000 Stück. Also ich muss noch revidieren, nicht nach Aussage von Lego, sondern nach Aussage von Brickset. 10.000 Stück und diese Polybags wurden damals randomly Sets beigelegt. Und das mussten nicht immer die teuersten Sets sein. Es existieren bei YouTube einige Videos, wo eben auch zum Beispiel das Set 8015, so ein blödes, schnödes Droiden-Battlepack, was damals so, keine Ahnung, 10, 15 Euro gekostet hat, da können die eben auch drin gewesen sein. Als ich diese Videos gesehen habe bei YouTube, habe ich mir direkt mal drei original verschlossene Battle Packs von diesen 8015 bestellt. Ich werde demnächst mal ein Video machen und da reingucken, um zu sehen, ob da eben auch so ein Kandidat drin ist. Ja, preislich sind die Dinger jetzt natürlich komplett pervers durch die Decke gegangen. Das ist halt einfach so. Das ist eben, irgendwann sind diese 10.000 Figuren eben vergriffen. Und dann, ja, entweder sind sie kaputt gespielt oder in Sammlungen gelandet und die Sammler geben sie dann in der Regel auch nicht so leicht wieder her. So, mich eingeschlossen. Ihr seht hier schon mal direkt den Vergleich von schwarzem Kunststoff, ich nehme mal hier das Laserschwert, zu diesem Chromschwarz. Ne? Ich habe extra, weil das so im Tageslicht zumindest nicht so leicht zu sehen ist, habe ich mal einen schwarzen Lego-Stein mitgebracht, hier so einen Schlüsselanhänger, und Lego hat auch mal eben dieses Chromschwarz benutzt, um einen Lego-Schlüsselanhänger herzustellen. Und hier, finde ich, sieht man den Vergleich noch am besten, weil das hier nicht beprintet ist. Du kannst hier wirklich sehen, was ist der Vergleich zwischen Schwarz und Chromschwarz. Und ich finde einfach, dieses Chromschwarz ist perfekt für Vader. Warum packen sie es nicht in die normalen Spielsets? Weil das halt einfach zu kratzempfindlich ist und da wird man nicht lange Spaß dran haben. Aber das ist halt einfach wirklich Endboss-Level. Also ein Darth Vader in dieser Black Chrome Variante ist halt einfach, muss in meine Sammlung, deswegen liegt er hier. Und jetzt bauen wir den mal schnell zusammen. Keine Anleitung dabei. Na, die trauen uns ja was zu, wenn ihr das Video gesehen habt. Guck mal, ich meine jetzt hier mal eben die Arme runter. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr das Video gesehen habt zu dem, oh, ist interessant, ich sehe hier gar keine. Doch, hier natürlich. Da sieht man ganz schwer, oben in der Ecke, die blinden Flecken kommen eben zustande, weil die Arme eben in dieser Position sind. Also, man muss schon ganz genau hinsehen, weil dieses Schwarz und Chromschwarz, das sieht man nicht sofort. Ist bei Mr. Gold beispielsweise ein bisschen deutlicher, aber hier auch wieder die blinden Flecken. Ansonsten beprintet vorne Darth Vader halt. Hinten. Das ist meines Erachtens die 2008er Version vom Vader und die ist eigentlich identisch, nur dass sie eben chromschwarz statt schwarz ist. Machen wir einmal den um.
Umhang hier ran. Tüdelüt. Kopf einseitig bedruckt. Grumpy Face, man kennt es nicht anders. Vom Vader. Schön der Hemd drauf. Ist noch der alte, ne? Die einteilige Variante, nicht die zweiteilige. Von innen übrigens auch verchromt. Sieht ganz gut aus. Die Füße von innen auch verchromt. Also wirklich richtig durchgängig verchromt. Man sieht jetzt hier nicht den Farb. Wahrscheinlich war es schwarz und man sieht es nicht so. Also wirklich gut gelungen. Mega Figur. Dazu noch das Laserschwert hier. Hätte man natürlich noch aufpimpen können, wenn das jetzt hier, das Laserschwert gab es ja vor einiger Zeit, vor vielen Jahren, auch mal in einer Chrome-Variante. Das wäre natürlich hier noch eigentlich passender gewesen, wenn der Black Chrome Vader jetzt auch noch einen verchromten Laserschwertgriff hat. Hat er nicht, hat einfach den so einen versilberten. Dann gehen wir ihm mal hier in die olle Kralle. Ja, und ich würde sagen, der sieht wahnsinnig gut aus. Und ich habe vor, den dann eben zu displayen. Neben dem, habt ihr auch schon in einem Video gesehen, habe ich auch schon ausgepackt, neben dem weißen Boba Fett. Weil das hier so ein krasser Gegensatz ist von so einer schlicht weißen Figur zu einer ebenso schlichten Figur, aber halt in Chromschwarz. Wird einfach wahnsinnig gut nebeneinander aussehen. Dafür ist er gedacht. So sieht er aus. Kommen wir zum nächsten Set und zwar ist das hier TC-14. TC-14 ist ein Protokolldruide mit weiblicher Programmierung. Er trägt die Setnummer 50.000 und die 63 hinten dran. 50.063. Das Set gab es im Jahre 2012 beim May the Force Event in den Lego Stores. War halt ein GWP ab einem bestimmten Verkaufswert, da gab es das dazu. Damals gab es halt echt noch coole Figuren in diesen Polybags, das hat sich leider in den letzten Jahren geändert. Das war wirklich mal ein geiles GWP. Das reißen wir jetzt natürlich auch mal auf. Schauen uns die Dame mal an. Seid ihr nicht willig, so brauche ich Gewalt. So, da ist es, drei Teile. Und wir haben hier die Farbe Silber, die hier vorherrschend ist, nicht wie bei C3PO. Dem Chrom C3PO Gold, sondern es ist wirklich ein Silber und ich habe auch hier wieder einen Vergleich zu einem Schlüsselanhänger, den es von Lego halt mal gab, auch so dieses Silber und in dem Farbbereich bewegen wir uns auch. Der Schlüsselanhänger ist von innen übrigens grau, genauso wie diese Figur. Also das ist eigentlich identisch. Dieser Schlüsselanhänger hätte auch eine Minifigur werden können. Jetzt bin ich traurig. Den Kopf nochmal. Der Kopf, ganz interessant, ist von innen schwarz. Ansonsten ähnelt er ja, C3PO natürlich, weil es auch ein Protokolldruid ist. Wir haben hier graue Hände. Wir haben hier vorne nochmal so ein paar bunte Kabel, die da rausgucken aus dem Bauch. Wir haben hier gelbe Augenhöhlen. Sieht echt ganz nett aus. Also die Details sind wirklich schön von hinten bedruckt. Man sieht auch hier nochmal die bunten Kabel durchschimmern. Durchscheinen. Also wirklich dieser Mix auch aus ja, Chrom und Farbe gefällt mir tatsächlich ganz gut. Also eine wunderschöne Figur. Echt schick. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe sie jetzt ohne Kratzer aus der Tüte gepellt. Und sie wandert jetzt in meine Sammlung. So, last but not least. Und zwar haben wir hier den Chrome Stormtrooper. Das ist so ein Set, das gab es meines Erachtens nach bei Toys R Us und auch in den Lego Stores. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich weiß leider das Jahr nicht mehr. Wir können hier drauf gucken. Wir sind ja schlau. Möglicherweise steht es hier. Natürlich nicht. Wie Sie sehen Sie nichts. Aber, da bin ich jetzt auch schlecht vorbereitet, ist mir aber auch egal. Ich möchte an diese wunderschöne Figur ran, die in den letzten Jahren jetzt allerdings auch schon teurer geworden ist. Corona hat da so seinen Teil zu beigetragen. Hier sehen wir mal ganz interessant, im Gegensatz zu Vader hat jetzt dieser Chrome Stormtrooper die Arme nicht so weit oben. Also mal vorausgesetzt, die hat jetzt niemand runtergedrückt, runtergespielt. Aber hier sieht es so aus, als wäre es halt nicht der Fall. Wir gucken da mal rein. Chop, chop, chop. Alles raus. Genau. Und wenn du diese Figur auch für deine Sammlung haben willst, musst du gar nicht zwangsläufig dieses teure Polybag kaufen. Denn dir sei gesagt, exakt die gleiche Figur gab es auch in dem Set 852737. Und da stand exakt dieselbe Figur.
auf einem Magnet, da ist so unten so ein 2x4 Brick dran und da steht, kennst du vielleicht diese Magneten, die es auch in der geklebten Variante gibt, aber nach meinen Informationen in dem Set 852737 ist exakt die gleiche Figur, die es damals auch eben bei Lego in den Lego Stores gab und bei Toys R Us, steht da so drauf und ist nicht geklebt, ähnlich wie es heute bei der Freiheitsstatue ist, bei der Freiheitsstatue Minifigur von New York. Da kannst du die Minifigur ja auch einfach abnehmen. Und genauso war es damals eben bei diesem Chrome Stormtrooper, der auch sehr, 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 sehr schön gelungen ist. Mit diesen kleinen Details hier, mit dem Grau da drauf, mit den blauen Luftputzen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Sieht sehr cool aus. Gesicht nicht beprintet, einfach schwarz. Von innen weiß der Helm. Und die Figur auch. Also ziemlich nice. Wirklich schick aus. Aber wir haben auch hier die blinden Flecken. Das heißt, ich versuche mal dichter ranzugehen. Hier sieht man es besser. Ne? Also das Silberne dort und das Weiße dort. Das heißt, es ist anzunehmen, dass sie ebenso wie der Vader dann so oder wie der Mr. Gold auch so aufgehängt wurden und so verchromt wurden. Und dementsprechend kommen dann diese blinden Flecken zustande, das ist kein Makel, das gehört so, das ist so ab Werk, das muss so, ne? Also auch hier wunderschöne Figur. Wir packen die jetzt nochmal alle zusammen, die wir uns heute angeguckt haben. Und dann, wie gesagt, wie versprochen, lasse ich sie gleich nochmal auf einer Drehscheibe rotieren. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher dieser Chromfiguren euer Favorit ist. Und ob ihr auch eine davon besitzt, ob ihr vielleicht im Jahre 2009 einen solchen Vader aus einem Star Wars Set gezogen habt. Wäre mal interessant zu erfahren. Ich verabschiede mich schon mal, wünsche euch viel Spaß bei dem Minifigure-Porn. Macht euren Kaffee, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.